In 2 Wochen wählt die Steiermark. 1 Million Menschen sind aufgerufen, frei und unabhängig über die Zukunft zu entscheiden. Und sie entscheiden über das demokratische Verständnis jener, die Demokratie nur heucheln. Sie entscheiden darüber, wer im Land das Sagen hat. Gescheiterte und abgewählte Politiker, die sich mit letzter Kraft an ihren Ämtern halten. Oder wir, das Volk, das Souverän. Vor 1 Monat und 2 Wochen hat Österreich gewählt. Und seitdem versuchen ÖVP und SPÖ gemeinsam mit dem ehemaligen Grünen-Chef Van der Bellen, den Wählerwillen mit Füßen zu treten. Negieren den Wunsch des Volkes, brechen die demokratische Tradition und die Verfassung. Viele fragen sich zu Recht, wofür wählen wir überhaupt noch? Viele fragen sich, was diese Demokratie überhaupt noch wert ist. Das ist die Konsequenz der Strategie jener Machterhalter, die kritische Bürger entmutigen wollen. Das wollen sie. Sie wollen uns von den Wahlurnen fernhalten. Karl Nehammer, der niemals gewählte und gescheiterte Kanzler, kann nur seinen Posten behalten, wenn wir dagegen nichts unternehmen, wenn wir stumm bleiben. Diesen Gefallen werden wir den Autokraten aber nicht tun. Wir gehen zur Wahl und wir wählen, wie wir denken. Die Steirerinnen und Steirer stimmen aber auch über ihre eigene Zukunft im Land ab. Die ÖVP hat mit der SPÖ das steirische Gesundheitswesen vernichtet. Spitäler geschlossen, das Menschenleben und die Gesundheit der Mitbürger gefährdet. Überheblich, arrogant, besserwisserisch hat sich diese schwarz-rote Politik gegen das eigene Volk gestellt. In der zweitgrößten Stadt Österreichs, in Graz, gefährdet diese ÖVP die Gesundheitsleistung für 10.000 versicherte Menschen. Drechsler hat die Spitäler vernichtet, die Grazer ÖVP in Person fahrlässig agierender Funktionäre vernichten eine ganze Krankenkasse. Misswirtschaft, Vetternwirtschaft, Parteibuchwirtschaft rächen sich. Das Ergebnis für Graz sind Schulden in Milliardenhöhe für die Grazer Krankenversicherten, droht ein Ende ihrer Gesundheitsversorgung. Die Steiermark ist ein Automobilland. Es waren ÖVP und SPÖ EU-Abgeordnete, die willfährig ihre Pfoten für den Green Deal im EU-Parlament gehoben und damit auch unsere steirischen Betriebe gefährden. Und es sind schwarze, rote, grüne wie linke Multikulturalisten im Land und in der Stadt, die das Zuwanderungschaos betrieben haben. Auch darüber entscheiden wir am 24. November. Wir bilanzieren über das desaströs Vergangene und wir führen unser Land in eine freie, unabhängige, sozial sichere, wirtschaftlich starke, verlässliche Zukunft. Denn unser Land ist in guten Händen, in unseren eigenen.